Moin moin und willkommen zurück bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Wir sind dabei, Backtracking zu betreiben, jede Menge Bohnen und seltene Ausrüstungsgegenstände zu finden. Gleich geht's weiter beim Migränesee. Vorher möchte ich aber nach Toad Town zurückkehren, denn dort gab es ja eine Sidequest. Ja, genau die hier meine ich. Mit den Pilzbällen. 16 Pilzbälle, glaube ich, sind es insgesamt. Einige kann man in versteckten Blöcken finden, andere wiederum nur im Boden. Damals konnten wir noch nicht graben. Jetzt können wir es. Und somit werden wir hier und heute diese Sidequest abschließen. In den Kommentaren habe ich auch gelesen, dass man von irgendeinem Toad hier, ich glaube, es war sogar der Questgeber, ein besonderes Feature bekommt, das mir gerade jetzt während des Backtrackings so mega viel bringt. Aber da müssen wir jetzt erstmal für arbeiten. Die 16 Pilzbälle zu finden, das klingt zwar relativ easy, ist es aber nicht. Und wenn ich mich schon hier unten befinde... Ah, warte, da war auch wieder was. Ne? Wo war's denn? Gerade habe ich es doch aufblitzen sehen. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Hey, was soll denn das? Da gibt es ganz, ganz selten mal so ein kleines Ausrufezeichen und dann verschwindet es auch wieder. Wo ist es denn jetzt? Okay, da muss man ja übelst genau sein. Richtig krass. Naja, worauf ich hinaus wollte, hier gibt es jetzt auch noch einen unteren Bereich, der war damals abgesperrt. Jetzt können wir hinein und man sieht schon, dass da oben ein kleiner Durchgang für Mini-Mario ist. Den werden wir uns gleich ansehen. Kämpfen aber vorher noch gegen diese Dullis hier. Ach, und da fällt mir gerade ein. Gibt es nicht jetzt nach dem ersten Sternserum wieder neue Orden im Shop? Ich glaube schon. Also wir müssen unbedingt mal bei Gucci vorbeischauen. Hä, was ist das denn? Das hat er doch noch nie gemacht. Ah ja. Der holt sich einfach mal neue Kumpanen dazu. Aber das Singen solltest du lassen. Ich glaube, das wird nix. Weder bei DSDS noch bei The Voice. Klingt schrecklich. So, damit wir hier jetzt nicht ewig rumstehen und gegen diese Trottel kämpfen, würde ich sagen, ziehen wir das Fassgeballer und ballern sie weg, oder? Hab keinen Bock auf diese Loser. So, dann wäre das geklärt. Sehr gut. Lohnen sich die Kämpfe gegen die denn überhaupt noch? Ja, gut. Dafür, dass du sie normalerweise mit einem Fassgeballer besiegst, ist okay, ist okay. Haben wir diesen Bereich eigentlich jemals gesehen? Ah ja, doch, doch, das ist der hier. Da muss ich leider dazu erwähnen, dass ich an der Stelle, als wir zum ersten Mal mit Mario und Luigi hier waren, ein kleines Easter Egg übersehen habe. Und zwar kann man... Oder Secret, das ist kein richtiges Easter Egg. Bowser wird ja hier in dem Raum niedergemetzelt, ne? Von dem Elektroschocker. Und man hätte mit Mario und Luigi da halt noch herkommen können und dann hätte es eine interessante Szene gegeben. Haben wir in dem Fall jetzt nicht gesehen, weil ich nicht dran gedacht habe. Und zusätzlich sah das für mich so aus, als könnte man hier gar nicht runter. Von da aus. Fragt mich nicht warum, aber es sah für mich so aus, als könnte ich da nicht runter. Deswegen bin ich da auch nicht runtergegangen. Aber es gibt da noch eine Szene für diejenigen, die das Spiel vielleicht noch kaufen und die erleben wollen. So, hier drin waren wir aber, denke ich, noch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Und darum geht's ja auch. Ein Wunderpilz und ein Spargürtel. Was bringt denn der Schönes? Ein paar Attacken kosten etwas weniger BP. Ist eigentlich nicht so verkehrt, oder? Weil wir haben ja schon BP-Probleme hin und wieder mal. Müsste ich aber die Wolkensocken abnehmen. Die möchte ich eigentlich noch ein bisschen behalten. KP-Socken könnten wir stattdessen vielleicht abnehmen. Wobei, andererseits, wenn ich so sehe, was das für Auswirkungen hat, dann wird mir ein bisschen schlecht. Aber die anderen Stiefel, die Spezialstiefel, die können gehen. Ja. Spezialstiefel weg und Spargürtel auf Luigi. Das kann man machen. So, ist hier unten jetzt noch irgendwas anderes? Das ist die große Frage. Ich glaube, Bohnen. Oh, nee! Du kleiner, ekliger KFC-Kükenfreak. Bohnen könnte es hier unten auch noch geben.
Aber genau darum geht es mir auch. Denn wir sollen wohl ein Tool bekommen, das uns anzeigt, ob wir in einem Raum alle Bohnen haben. Gibt ja leider keine Marker mehr, wie in dem Superstar Saga Remake. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal explizit kritisieren, weil ich es auch überhaupt nicht verstehen kann. Zumal Abenteuer Bowser komplizierter ist als Superstar Saga. Also wieso zur Hölle gibst du als Entwickler den Spielern in dem einen Game die Möglichkeit, auf dem Touchscreen Secrets zu markieren und in dem anderen Game wieder nicht? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Also die Entscheidung muss man mir auch mal genauestens erklären seitens Alpha Dream. Ah, okay. Wenn wir jetzt gleich zumindest etwas bekommen, um die Bohnen besser lokalisieren zu können, dann ist das ja schon mal etwas. So, auch diese Luschen werden besiegt, aber ja, 150 ist halt schon ziemlich wenig. Vorhin gab es halt mehr, weil die auch noch ihre Kumpel gerufen haben und so, ne? Aber... ah, guck mal, hat sich sogar gelohnt, hier nochmal rumzugurken. Abwehrbohne und Tempobohne. Gut. Dann wieder nix wie rauf, Pilzbälle suchen. Oh, Moment. Jetzt habe ich eigentlich die falsche Röhre genommen, aber naja. Gibt's halt noch mehr Bohnen. Warum nicht? Waren hier auch noch welche? Ne, ich glaube nicht. Weil da ging es ja zu einem Secret, ne? Das haben wir aber alles schon abgehakt. Oben waren diese blauen Panzer, Paracoupa. Und unten noch so ein Block. Haben wir aber alles schon. So, Toad Town ist immer noch recht unzugänglich, wie man sieht. Überall liegen die Metabolie-Toads rum. Das meiste können wir uns nicht anschauen. Also werde ich mir da jetzt auch größtenteils sparen, mich gründlich umzusehen. Aber die ein oder andere offensichtliche Bohne können wir ja trotzdem schon mal ausgraben. Haben wir hier auch schon getan. Ja, wundervoll. Okay. Und dann zurück in die beiden Screens mit den Pilzbällen. Sowohl hier als auch in dem anderen Screen können sich ja überall Pilzbälle befinden. Und weißt du was? Weil es mir gerade einfällt, hier im Klinikum gibt es auch noch ein Secret. Ein ganz, ganz gut verstecktes Secret für Erd, Luigi und Mario, weil in dem Spiel bohren sie sich ja beide in den Boden. Mit Angriffshandschuhen plus. Und richtig viel Geld. Also ihr seht, dieses Secret hier ist wirklich mega. Das wird belohnt. Erhöhen Angriff. Wobei sie es jetzt gar nicht so brutal liest. Aber wir haben ja hier die Angriffsstiefel. Die überschneiden sich ein bisschen mit den Handschuhen. Ich werde sie trotzdem mal anlegen. Wir büßen ein bisschen an Geschwindigkeit ein, aber kriegen einen Ticken mehr Angriff. Geht klar. Oder ist es bei Luigi vielleicht sogar heftiger? Weil der hängt ja auch noch ein bisschen hinterher, was das angeht. Aber der hat ja den Spargürtel, ne? Naja, lassen wir es erstmal. Wir werden Luigi sowieso mit Angriffsbohnen ausrüsten. Die ihn dann auch wieder etwas näher rankommen lassen. Aber wir sind jetzt erstmal beschäftigt mit den Pilzbällen. Da fehlen noch einige und ja, siehst du? Und ihr seht, man muss da wirklich so ultra genau vorgehen. Das ist abnormal. Das kann durchaus ein bisschen dauern, hier alles zusammenzubekommen. Ich gebe mir aber Mühe, es möglichst schnell zu schaffen. Falls ihr da auch Probleme haben solltet, dann könnt ihr wenigstens mit meiner Hilfe hier vielleicht herausfinden, welche Pilzbälle euch fehlen. Aber es ist auf jeden Fall keine einfache Sidequest, das ist klar. Und kann auch ein bisschen frusten, verstehe ich schon. Ah, hier ist auch was, okay. Jetzt weiß ich noch nicht. Sind die nur außerhalb oder können die auch in den Gebäuden stecken? Okay, hier läuft es eigentlich mittlerweile. Und wir schauen auch gleich in den Ordenshop rein. Oh, was eine fiese Stelle hier. Die ist ja richtig ekelhaft. Ordenshop, habt ihr neue Orden? Komm, das wäre mega. Müsste aber eigentlich. Ja! Brüderpower
füllt einige BP wieder auf. Wobei, da kommt es ja auch auf die Kombination an. Und der Profi-Orden. Orden für fortgeschrittene Kämpfer. Ja, super. Gucken wir uns mal im nächsten Battle an, was uns das genau bringt. Kriegen wir jetzt noch Geld zurück? Oh, nice, Alter. 40% des Kaufpreises zurück, das sind 700 Münzen. Läuft. Also in dem Fall auf jeden Fall richtig Luck gehabt. Eigentlich könnten wir auch noch in den Feuerblumenladen gehen. Ich weiß nur nicht, ob sich das so mega lohnt. Weil ich glaube, eigentlich lohnt sich nur Louis Vuitton da oben. Und da brauchen wir den höchsten Rang. Oder den zweithöchsten. Bin mir jetzt nicht sicher. Das war sowieso der normale Shop, oder? Der hier. Da konnten wir schon vorhin rein. Ich glaube, der ist nicht so geil. Der hat ja auch fast nichts im Angebot. Ja, komm. Lass stecken, Alter. Lass stecken. Ich könnte aber mal so eine Komplettheilung gebrauchen. Deswegen gehe ich kurz bei Starbucks vorbei. Hier unten war ich bereits. Ich glaube, wir lassen mal unsere Pilzbälle zählen, weil ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Ein paar fehlen bestimmt noch. Aber, ja. Kriegen wir hin. Erstmal Heilung. Yippie! Okay, hier noch rumlatschen, weil in dem Bereich habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Hier ist doch bestimmt noch... Ja, war klar. Das war klar, dass hier noch was ist. Ich glaube aber nicht, dass wir schon 16 haben. Oh. Wie sie die in die beschissensten Lücken stecken. Kann ich in den Laden jetzt schon rein? Ich probiere es einfach mal. Sieht eigentlich ganz gut aus, ja. Gut acht auf euer Äußeres, besonders auf die Bärte. Der Bart ist wirklich super. Danke. Okay, hier gibt es in der Tat teures Zeug bei Versace. Synchrohose und Promihose. Wow. Bringt dann doch noch mehr als gedacht. Gewährt bei Paarattacken deutlich mehr Energie für die Ordenleiste und so glamourös, dass dir nie schwindelig wird. Würde bei Mario schon einiges bringen. Bei Luigi auch. Aber für ihn würde ich sagen, nehmen wir die Promi-Hose, weil da auch der Bart erhöht wird. Und das ist bei Luigi immer eine ganz gute Sache gewesen. Und bei Mario würde ich vielleicht in die Synchro-Hose investieren. Wobei wir eigentlich davon mehr haben, oder? Weil das bisschen BP und Verteidigung mehr. Und das ist sogar günstiger. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie passt das Preisverhältnis da nicht so ganz. Ich gönne es mir einfach mal. Oh, höhere Gewinnchance oder was? Ja, immerhin. Guck mal an. 20%. Also, es läuft. Die Socken hier sind auch nicht so verkehrt, du. Arbeitsstiefel. Ja, wenn, dann sollte man so eh nur die teuersten angucken. Immer nur das Teuerste vom Teuersten. Aber ich verzichte. Auch wenn es bei der einen oder anderen Sinn gemacht hätte. Ich wollte eigentlich gar nichts kaufen. Ich habe mich jetzt nur selbst überredet, weil wir vorhin beim Ordenshop so gespart haben. Ne, man kennt das ja, wenn am Ende des Monats ein bisschen was übrig ist, dann gönnt man sich halt. Ne? Ist doch klar. Ist doch klar. So, und jetzt hoffen wir einfach mal alle gemeinsam, dass das der letzte Ball war. Und ich nun alle in meinen Händen trage, weil ich bin am Ende mit meiner Suche. Was gefunden? 13! Was? Mir fehlen noch 3? Gucken wir mal, was drin ist. Oh, guckt mal! 50 Münzen waren da drin. Dann 5 Superpilze. 100 Münzen. 5 Gläser Supersirup. 200 Münzen. 5 Supernüsse. 300 Münzen. 5 Wonderpilze. 500 Münzen. Schatzbrille. 1000 Münzen! 5 Herzbohnen und 5 Abwehrbohnen! 5 Spezialbohnen und 5 Schneidbohnen! Holy shit, lohnt sich ja schon. Dennoch, uns fehlen noch 3! Wo zum Henker sind die? Ich weiß ja noch nicht mal, in welchem Bereich ich suchen soll. Aber du musst ja jeden scheiß Millimeter abklappern.
Aber den Mist sonst nicht finden ist. Vielleicht hier unten noch irgendwie am Rand? Nee? Was, ein Dreck? Ich glaube aber nicht, dass die in den Häusern sind. Also wenn, dann wirklich hier außen irgendwo. Naja, das Beste wird sein, Leute, ich schneid's euch rein, weil ich jetzt nicht eure Zeit so unnötig verschwenden möchte. 13 Pilzpille haben wir blind gefunden, das ist ganz okay. Und hier ist der Rest. Hier ist noch einer. Ich mache mir aktuell aber etwas Sorgen, dass wir noch nicht alle finden können. Weil ich gerade schon sehr genau vorgehe und das der einzige ist, den ich gefunden habe. Es kann ja sein, dass die restlichen genau da liegen, wo die Metaboletoads gerade rumflacken. Ah, Moment, Moment. Okay, das ist... Ja, doch, 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 dann kriegt man sie doch noch alle irgendwie zusammen. Ich such mal weiter. Hier. Alter, wie konnte man das übersehen? In dem Bereich war ich dann wohl doch ein bisschen schlecht. ETF? Hallo? Gib mir den Quatsch da! Lol? Ich will nicht labern, ich will den fucking Pilzball! Es geht nicht, Leute, es geht nicht! Jetzt, im 23. Versuch! Meine Güte! Warte, habe ich jetzt 16 Jahre, ne? Doch! Jetzt haben wir sie alle! Puh, ich habe mir echt schon Sorgen gemacht. Weil ich dieses Bohnentool natürlich gerne hätte. Und wenn das stimmt, dann ist das übrigens neu. Das gab es im Original nicht. Mal sehen. Ah, ihr habt noch 3 Pilzbälle gefunden. Machen wir sie mal auf. 5 Kraftbohnen und 5 Tempobohnen. 2000 Münzen. Und der Schildorden. Mario, Luigi, ihr seid die Besten. Das war der Hauptpreis. Glückwunsch. Das ist dann aber nicht das Tool, von dem die Rede war. Oder war das überhaupt der Toad, der sehen wollte, dass wir graben können? Vielleicht war das auch ein anderer. Bin mir da gerade nicht sicher. Oh, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wer das war. Okay, Schatzbrille. Mit dieser Brille siehst du jeden Schatz. So erhältst du öfter Items von besiegten Gegnern. Alles klar. Das nehmen wir natürlich gerne an, aber... wirft mich nicht um. Und dieser komische Orden ist für Bowser, oder was? Ach nee, Quatsch. Bin ich dumm. Orden ist Orden. Sprich... ja, hier. Okay. Okay, okay. Den haben wir jetzt auch für unsere Kombinationen und so. Jetzt muss ich aber dummerweise nochmal schneiden und gucken... ja, das wollte ich natürlich nicht. Und gucken, wer das war, der, der sehen wollte, dass wir graben können. Ich meine, es war der Typ mit der Sidequest, aber irgendwie nicht. Oh, ich habe ihn gefunden. Der ist so random platziert. Ich hatte eigentlich den mit der Sidequest im Kopf, aber es ist einer mehr oder weniger vor dem Eingang des Schlosses. Mario, kannst du dich unterirdisch fortbewegen? Sehr gut, dann habe ich eine Information für dich. Bohr dich hier mal in die Erde und spring wieder raus. Als wüsste ich nicht schon längst, was es ist, ne? An so markierten Stellen verstecken sich Bohnen. Ihr könnt sie verwenden, um eure Werte zu verbessern. Ein Punkt mag nach wenig klingen, aber wenn ihr viele sammelt, ehe ihr es euch verseht, sind eure Kämpfe kinderleicht. Stellen wie diese finden sich im ganzen Königreich. Ihr müsst einfach nur auf der Karte nachsehen. Kartenausschnitte mit Bohnen sind links oben mit einem Bohnenloch-Symbol markiert. Und unter Items könnt ihr nachsehen, wie viele ihr schon gesammelt habt. Versucht sie alle zu finden. Ach so, da meint er das. Ah, ja, ja. Okay, ich sehe hier schon. Und da, wo so ein Zeichen ist, gibt's noch Bohnen, oder was? Ja, nehme ich mal an. Okay, deshalb sind wir hergekommen. Es war jetzt zwar eine schwere Geburt, das alles zu bewältigen. Aber wir haben es geschafft und ich nehme mal an, die Bohnen sind unter dem Metaboletoad.
Ja gut, dann lasst uns doch zu dem Migränesee zurückkehren. Aber ich muss schon sagen, diese Neuerung ist wirklich klasse. Das macht mir mein Leben um einiges einfacher. Und spart uns vor allem eine Menge Zeit beim Backtracking, Leute. Ist halt so. Weil jetzt muss ich nicht mehr jeden Millimeter absuchen, sondern weiß direkt, okay, in dem Raum ist was oder okay, in dem Raum ist nichts. Superklasse. Und ab Pilz Deluxe, alles klar. So, jetzt muss ich hier eigentlich nur noch nach Erhöhungen schauen. Weil sich da noch Blöcke für Mario und Luigi befinden. Und es gibt hier, soweit ich weiß, beim Migränesee noch eine heftige Hose für die. Wäre toll, wenn wir die noch heute finden könnten. So, in diesem Raum gibt es aber noch Bohnen. Wo sind sie denn? Beim Gefängnis der Cooper? Ah, da. Also es ist mehr oder weniger das Gefängnis der Cooper. Ist derselbe Raum, aber nicht derselbe Fleck. Und hier drüben ist sogar noch ein Raum, der noch gar nicht gefunden wurde, weil Bowser da noch nicht lang konnte. Vielleicht ist genau dort auch die Hose, aber ich erinnere mich, dass es hier ebenfalls noch etwas für Mario und Luigi gab, oder? Ach nee, das könnte sogar für Bowser sein, warte mal. Naja, okay, für beide, würde ich sagen. Für beide. Oh Mann, ich mache immer erstmal diesen Wirbler, ne? Will ich gar nicht. Ich will graben und mir die Bohnen holen. Oh, ein Zugang zu Bowsers Körper. Sehr schön. Dann aktivieren wir diese Abkürzung doch auch gleich mal. Tschup, tschup, tschup. Ja, dann sind wir heute doch noch sehr erfolgreich. Sehr gut. Und ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Also los, Leute. Nehmt eure Füße in die Hand. Wo geht's denn da lang? Zum Grübchenwald. Gibt's da noch was für die beiden? Was ist das hier für ein Weg? Ah! Den habe ich von ganz weit unten gesehen. Den Weg. Das ist da, wo Bowser seine Stampfattacke verwenden konnte. Für eine andere Abkürzung. Ja, okay, aber im Prinzip war ja jetzt hier nur eine Bohne. Ob es am Kap Bäuerchen noch was für Mario und Luigi gibt, weiß ich gerade gar nicht. Kann gut sein. Würde ich aber gerne Offcam danach suchen. Jetzt bleiben wir erstmal hier beim Wald. Beim Migränesee. Der Wald ist ja was anderes. Und schauen uns hier das Gebiet mal genauer an. Wobei auch das hier eine Verbindung ist. Wie schon angekündigt, geht es hier zum Grübchenwald. Ich glaube, da müssen die beiden aber storytechnisch später nochmal hin, oder? War das nicht so? Entsprechend würde das jetzt nicht so viel Sinn machen, wenn wir das Gebiet erkunden. Da sollten wir uns lieber um die ganzen anderen bereits abgehakten Gebiete kümmern. Und ja, ich sehe schon. Hier gibt es sogar Attackenfragmente, also Mario und Luigi werden hier storytechnisch später noch was zu tun haben. Okay. Dann kehren wir um und schauen uns lieber diesen neuen Bereich beim Migränesee an, wo noch niemand je zuvor war. Das könnte der Ort mit der Hose sein, die ich suche. Auch die Gegner lasse ich mal links liegen, weil die könnten ein bisschen overpowered sein. Wir sollen ja eigentlich nicht hierher kommen. Das muss man immer bedenken. Und selbst die Montys sind ja stärker als wir gewesen. Daher sollten wir Stress lieber aus dem Weg gehen. Also, ich nehme mal an, dieser Weg ist eine Verbindung zu diesem geheimen Raum. Oder ist das hier noch ein extra Raum? Nee, das ist eine Verbindung. Was ist das? Sieht aus wie ein Kürbis. Aber die Kürbisse wachsen nicht auf so Bäumen. Alles sehr kurios. Ist es eine Verbindung? Ja. Okay, also um den Raum geht's. Alright. Rüsten wir Mario mal mit dem blauen Panzer aus. Und schauen mal, ob das schon was gebracht hat. Ich glaube aber nicht. Können wir springen? Nö. Können wir nicht. warte mal. Dann werfe ich mal einen Blick auf die Situation. Ja, doch, das war soweit schon richtig, aber es muss noch irgendwo einen zweiten Hebel geben. Wo ist denn der? Nee, Moment, gibt's nicht. Hä? Oder brauche ich hier erstmal Bowsers Hilfe, weil der den Kürbis runterbrennen muss?
Nee, das kann ja auch wieder nicht sein. Bowser kommt hier doch gar nicht hin. Warte mal. Ach so, damit ist es schon gegessen, oder was? Ja, tatsächlich. Aber was ist das? Das kann doch kein Kürbis sein. Die wachsen doch im Boden, oder bin ich jetzt wieder einmal falsch informiert? Ich kenne keinen einzigen Kürbis, der auf Bäume wächst. Naja, whatever. Gelöst. Und da ist sie, die Krafthose. Oh, das hört sich schon mal sehr, sehr geil an. Obwohl wir gerade erst Hosen gekauft haben. Ja, die erhöht den Angriff, aber alle anderen Werte sinken massivst ab. Macht aber auch kritische und tolle Treffer stärker. Also es ist schon... schon geil eigentlich. Ist halt voller Angriff, ne? Naja, ich lasse es mal. Ich lasse es mal. Weil ich habe jetzt Geld für die neuen Hosen ausgegeben und so. Dann wollen wir die auch erstmal tragen. Während meines Versuchs, den Block hier oben endlich zu zerstören, bin ich auf dieses Secret hier gestoßen, das ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Was ist das? Also... Hier kann ich was gewinnen, oder was? Okay. Ja gut. Zählt das auch als Block? Weil ich bin nämlich gerade dabei, alle Blöcke hier in der Region zu finden. Bohnen haben wir bereits alle. Blöcke fehlen allerdings noch zwei. Ja, und der zählt nicht dazu. Das ist doof. Warum bin ich eigentlich nie auf die Idee gekommen, diesen Panzer so zu holen? Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade wieder 5 Minuten damit verbracht, zu überlegen, wie zur Hölle man auf die Insel kommt, ne? Ey, wow, und der bringt uns sogar noch was. Obwohl wir den schon längst hätten haben können. Dieser Panzer macht dich leicht reizbar, sodass du schneller in Wut ausbrichst. Oh, ob das gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht. Da wurde aber was verändert. Früher war es, glaube ich, so, dass der Angriff von Bowser gestiegen ist, wenn er Wut hatte, aber seine Verteidigung ist auch gesunken. Jetzt weiß ich nicht, wie das im 3DS-Teil ist. Irgendwas wurde verändert, das habe ich mal gelesen. Naja, ich aktiviere es trotzdem mal, weil mehr Verteidigung und mehr Angriff ist geil. Zählt denn wenigstens dieser Block in die Statistik rein? Weil wenn nein, dann weiß ich nicht, wo die restlichen 2 Blöcke sein sollen. Okay, der zählt. Alles klar. Dann holen wir uns noch den letzten, der so ähnlich ist wie dieser hier. Also irgendwie habe ich damit eine Schwäche, wie es ausschaut. Liegt mir nicht. Also wollen doch mal sehen, wie wird das gelöst? Ah, ich glaube, ich hatte noch nie probiert, das so zu machen, oder? Alter, nein! Es ist so gottverdammt easy! Ah, nein! Das ist nicht euer Ernst! Ah, da muss ich aber ganz schnell los! Als ob! Aber da sieht man mal, was es bringt, einfach mal abzuschalten, eine Woche Urlaub zu machen, zu regenerieren, seinen Schlafrhythmus umzustellen, länger zu schlafen. Junge, Junge, Junge. Diese Beißer machen dich leicht reizbar, sodass du schnell eine Wut ausbrichst. Ja, wie auch immer. Das war schon sehr machbar, möchte ich mal sagen. Aber auch egal, denn jetzt haben wir 100% am Migränesee und können in der nächsten Folge weitermachen. Ich denke, wir werden das Backtracking im nächsten Part auch abschließen und mit der Story weitermachen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann mit am Start seid. Lasst einen Daumen da, wenn ihr da Bock drauf habt. Und bis denn, ciao.